Ja, Shalom Geschwister, ich begrüße euch alle in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind heute hier bei unserem SOS-Event vom Gebetshaus Limburg und ja, sind viele Menschen gekommen von weit und fern. Vielleicht habt ihr die schon alle gehört und gesehen. Ja, wir haben heute große Erwartung, dass unser Herr heute wirklich an uns arbeitet, befreit, Ketten löst und auch für die Jugendlichen, die hier heute gekommen sind, dass sie wirklich eine Erfahrung machen mit dem Herrn, auch für uns, die jetzt ein paar Tage älter sind als die Jugendlichen. Ja, wir sind frohe Hoffnung und lasst euch einfach segnen von diesem Video, von diesem Film. Der Herr soll euch reichlich segnen. Amen. Deinen Namen, El Shaddai, Adonai, Elohim, Yahweh Rapha. Öffne jetzt. Gib uns die Vision im Herzen zu erretten. Wir begrüßen deine Namen, dass ihr da seid. Lass uns doch gemeinsam vielleicht aufstehen und direkt starten. Lass uns doch mit einem Gebet starten am besten. Denn so ein Gebet vermag viel, wenn es... Nochmal, Amen. Komm mal. Also, ein Gebet vermag viel, wenn es... ernst gemeint ist. Amen. Amen. Und Coco, leite mir deine Gebete. Und nach seinen Armen schließen wir uns gemeinsam im Gebet an. Und bleib nicht ruhig dort auf dem Platz. Fange an, Gott zu suchen im Gebet. Amen. Lass jede Seele, die heute hier ist, nicht so gehen, wie sie gekommen ist, Herr. Sondern lass du heute Befreiung passieren, Herr. Lass du heute Erneuerung passieren, Herr. Lass du heute Durchbruch passieren. Heilung, Herr. Rettung, Jesus. Herr, berühre du, Jesus. Herr, sei du jetzt gegenwärtig. Wir rufen dich, komm du, Heiliger Geist. Berühre du. Durchdringe du, salbe du, segne du, erfülle du, Herr. Herr, denn wir bekennen deine Macht und wir drehen mit uns unter deiner mächtigen Hand, Jesus. Herr, wir unterwerfen uns dir ganz neu, Jesus. Herr, denn Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte bleiben bestehen in Ewigkeit, Jesus. Was du sagst, das hältst du gewiss, Herr. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich, Jesus. Herr, wir wollen abladen. Herr, wir wollen uns trennen von jedem unheiligen Gedanken, Herr. Amen. Von alles, was dich nicht ehrt. Herr, das wollen wir heute abgeben. Amen. Wir wollen uns, Herr, von dich erneuern lassen, Herr. In unserem Sinn, in unserem Geist, Herr. Vater, regiere unser Herz in deinem Frieden, Herr. Herr, und wir brauchen unsere Geschwister, Herr. Wir brauchen den Lobpreis, wir brauchen das Wort. Herr, wir handeln, Jesus Christus, Herr. Eine Einheit von dir zu sein, Jesus Christus. Ich bin dir dankbar, Herr, heute hier zu stehen als dein Kind, Herr. Lass Segen von Himmel jetzt herabfallen, Jesus Christus, Herr. Amen. Amen. Ich habe eine Frage an euch. Wer ist hier alles als Kind Gottes bewusst, eine bewusste Entscheidung getroffen hat? Und fang mal an, mit Herzen zu beten. Indem du deine Hände hochhebst und Gott die Ehre gibst. Vater, wir möchten dir danken, Jesus, Herr. Vater, der du bist im Himmel, Herr. Vater, ich möchte dir danken, Jesus, Herr, dass dieser Plan, Herr, ein Himmelsplan war, Jesus, Herr. Dass du eingeladen hast, Jesus, Herr, jede Seele hier und heute, Herr. Ich möchte dir Danke sagen, Yeshua, Herr, für die Dinge, die du heute tun wirst, Herr. Herr, ich liebe dich vom Herzen, mein Vater im Himmel. Und ich will dich preisen und loben mit meinen Geschwistern, Herr. Aber nicht zu unserer Ehre, Vater, Herr. Nicht aus unserem Stolz, Herr. Nicht aus unserer Werke aus, Herr. Sondern in aller Demut, Vater, zu deiner Ehre, wie es dein Wort sagt, Herr. Was wir auch tun, sollen wir tun, zu deiner Ehre. Heiliger Geist, wir laden dich ein und möchten akzeptieren einfach den Plan, den du einfach mit dem Vater im Himmel, mit Jesus Christus beschlossen hast, einfach heute zu erfüllen, Herr. Komm, wir laden dich ein.
Berühre unsere Herzen, Heiliger Geist, heute. Möchtest du auch gesegnet werden? Heb doch mal die Hände, hopp. Empfange einfach Segnungen von Gott. Halleluja. Das Dunkle hält ihn nicht. Das Dunkle hält. Trau dich zu singen für Jesus. Es flieht. Es flieht, sobald er spielt. Es flieht, sobald er spielt. So groß, du bist. So groß ist er. Komm, sing mit mir. Wisst ihr, was ich glaube? Ich werde einmal Jesus sehen. Und er wird bei uns sein Tag und Nacht. Sein Name bedeutet Kraft und die Wahrheit und das Leben, wie alle, die ihn heute anbeten. Lass uns fröhlich sein. Und lass uns fröhlich sein. Halleluja, und singen Halleluja. Und vorab möchte ich dich einfach nochmal willkommen heißen, hier auf deinem Platz, bei der Obermühle. Wir möchten auch zusammen Christian danken und Team für Speise und Getränke. Lass uns mal einen großen Applaus geben für Christian und sein Team. Danke, Jesus, für ihn. Segne ihn, Herr. Amen. Ja, fühl dich wohl hier bei der Obermühle. Ich denke, jetzt ist es angenehm mit der Hitze, oder? Oh? Geht's? Es könnte besser sein, ja? Aber viel besser als Regen. Und fühl dich wohl. Ich will dir einfach vom ganzen Herzen Dankeschön sagen, dass du hier gekommen bist, dass du mit uns Gott feierst, ihn preist, ihn suchst und die Message von heute einfach hören möchtest. Und fühl dich einfach wohl dort auf dem Platz. Und bevor wir unsere Gäste hier aus Bexbach hören, Bexbach ist auch dabei. Amen. Amen. Lass uns doch unsere ganze Geschwister hier, Jugendleiterteam, inklusive Hanu, kommt nach vorne und gebt doch einfach ein Stück weiter, was ihr im Herzen trägt. Habt Simson, Milano, Generalu. David. David, jetzt? Ja, ihr könnt ruhig ein Stück näher kommen, habt keine Angst. Ich glaube, es wird nichts Schlimmes passieren, wenn ihr hier vorne steht. Also ich will euch begrüßen in den Namen, der über alle Namen steht, in den Namen Jesus. Bin froh, auch hier zu sein, bin eingeladen worden und dankbar, einfach mal hier in dieser wunderschönen Stadt zu sein. Wir haben hier oben diesen weltberühmten Dom, der früher auf dem 1000-Markschein war. Ich weiß nicht, wer sich an die Zeit noch erinnern kann von euch, wo es noch 1000-D-Markscheine gab. Und wenn sich einer erinnern kann, haben die wenigsten einen davon gehabt. Gut, aber da oben ist ein riesiges Gebäude und hier unten sind kleine Menschen versammelt und verkündigen das Evangelium der Wahrheit, der Liebe und der Begegnung. Und jeder Einzelne, der heute hier die Gnade hat, dabei zu sein, auch wenn du jetzt nicht unmittelbar hier sitzt, dann möchte ich dich einladen, dass du vielleicht ein Stück näher kommst, dass du heute mal Gott eine Chance gibst, zu deinem Leben zu reden. Dass du ihm eine Möglichkeit gibst, in dein Herz hineinzusprechen. Du bist heute hier an einem wunderbaren Ort, an dem besten Platz, wo du sein kannst, nämlich in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Und alles, was getan wird, gespielt, gesungen, gepredigt oder Zeugnis gegeben wird, da glaube ich, wird alles in den Namen Jesus und zur Ehre Jesus gemacht. Amen. Und ich bin froh und dankbar, dass wir für die jetzt mal beten dürfen. Und dann habe ich ein kleines Bibelwort, 2 Sekunden für euch und dann bin ich auch schon am Ende. Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten und ihr betet mal mit sie mit. Betet mal mit, wir wollen sie segnen in den Namen Jesus, Herr. Ich bitte dich, segne alle, die heute hier ihren Dienst tun, Herr.
Vater, ob es die sind, die Pizza backen oder Flammkuchen und Getränke ausschütten, Herr, schenken, oder diejenigen, Herr Jesus Christus, Herr, die am Keyboard sitzen, Herr, oder diejenigen, die Mikrofone haben und singen, Herr, die in den vordersten Reihen stehen oder hinter den Kulissen arbeiten, Vater, segne sie, Herr. Herr, und lass heute eine mächtige Salbung, Herr, auf dieses Land kommen, auf diese Stadt kommen, Herr, auf diese Gemeinde kommen, Jesus. Herr, und salbe du mit deiner Gegenwart und deiner Gnade, Herr. Wir lieben dich, denn du hast uns zuerst geliebt, und wir segnen, denn wir sind zum Segen berufen, Herr. Herr, du bist allmächtig und allgegenwärtig, und du bist auch heute hier, Herr. Herr, und wir nehmen dieses Territorium jetzt ein in den Namen Jesus, Herr. Herr, wir stellen uns ganz unter deinen Frieden und unter deinen Gehorsam, Herr, und danken dir für Schutz und Bewahrung in den Namen Jesus. Amen. Ganz kurz, ich habe gehört, es heißt SOS, Jugendevent. Und jeder von uns sollte wissen, was SOS bedeutet. Wer weiß das? Gut, da werdet ihr später drüber was hören. Ich möchte euch sagen, Psalm 50, Vers 15. Und den kennt jeder, der ein bisschen die Bibel kennt. Was steht da geschrieben, liebes jugendliche Herz? Was steht im Psalm 50, Vers 15? Wer weiß das? Rufe mich an in der Not, und ich will dich erretten, und du sollst mich preisen. Und liebes Herz, vielleicht hast du in deinem Leben noch nicht viel Not erlebt, aber ich möchte dir sagen, du sollst Gott erfahren in guten Zeiten. Aber wenn es dir mal schlecht geht und du im Leben vielleicht in die Ecke gedrängt wirst, und das kann passieren, dann solltest du wissen, wo du hingehen kannst. Und ich möchte dir empfehlen, geh zu Jesus. Er ist der Einzige, der dir wirklich helfen kann. Finanzen können dir nicht dauerhaft helfen. Familie ist für dich da, aber letztendlich musst du durch deine Schwierigkeiten alleine gehen. Und ich glaube felsenfest, dass Jesus heute einen neuen Grundstein in dein Leben legen will. Nämlich, dir eine Hilfe sein, wenn du seinen Namen anrufst. Der Herr soll euch segnen. Danke für die Möglichkeit, was sagen zu dürfen. Und wir hören voneinander. Spätestens beim Heroes-Einsatz, Heroes of Faith, im Herbst mit dem Heroes-Bus werden wir unterwegs sein in den Städten, dort Konzerte haben. Ihr werdet es hören in den nächsten Wochen. Ein Tourbus, wo wir mit den Jugendlichen in den Städten sind, dort singen werden, evangelisieren werden, Traktate verteilen werden. Es wird ein Mega-Event werden, es werden Menschen bekehren sich, es wird wirklich Heilung und Zeichen und Wunder geschehen in den Namen Jesus. Wollen wir dafür mal einen Applaus geben, weil wir das glauben? Halleluja! Und das glauben wir von Herzen. Der Herr segne euch. Amen. Ja, Shalom. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich freue mich, Gemeinschaft mit euch zu haben, und ich freue mich, dass heute ein Jugendgottesdienst stattfindet. Ich habe mich vorhin so ein bisschen umgesehen, habe euch ein bisschen beobachtet, und ich will euch was ans Herz legen. Wir sind heute hier zusammen, manche ein bisschen weiter weggekommen, manche sind ein bisschen näher, aber wir sind gekommen, weil zum Jugendgottesdienst eingeladen worden ist. Und ich will dir ans Herz legen, dass es an dir selber liegt, ob du gesegnet wirst oder nicht. Es wird heute viel hier geboten, es werden viele Lieder gesungen, es werden verschiedene Zeugnisse geben, du wirst mit Sicherheit eine gesegnete Predigt hören, aber es liegt an dir selber, ob du gesegnet wirst oder nicht. Ich habe mich vorhin so umgesehen, ihr seid schätzungsweise so zwischen 16 und 20 die meisten, vielleicht auch ein paar Ältere und ein paar Jüngere, aber so in diesem Dreh. Und ich habe mich daran erinnert, wie ich mich bekehrt habe, war ich 22 Jahre alt. Und vorher bin ich mein ganzes Leben schon mit der Mission mitgefahren. Ich war in viele, viele Gottesdienste, habe oft Taufen miterlebt, habe oft Evangelisationen miterlebt, aber ich bin nie angerührt worden, weil es auf mich selber ankam. Ich habe eine Bibel gehabt, die habe ich mit 18 geschenkt bekommen von meinem Onkel. Ich habe vorher schon eine gehabt, aber die habe ich bis zu meinem 22. Lebensjahr nie wirklich gelesen. Ich habe sie mitgenommen, wenn wir auf die Reise gefahren sind, und auch wieder mit nach Hause, aber ich habe mich nicht mit beschäftigt. Und wie ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich einen Vers aufs Herz bekommen, schon ganz am Anfang. Und das war Jakobus 4, Vers 8, der heißt, naht euch zu Gott und Gott wird sich zu euch nahen. Und das lege ich euch ans Herz, wenn ihr heute hier seid. Ihr seid diese 2 Stunden eh hier. Die meisten werden bleiben bis zum Ende. Nimm doch diese Zeit und kämpf darum, dass du gesegnet wirst.
Versuche dich in dieser Zeit Gott zu nahen. Sei nicht hier und sei cool, seh dich um und seh, was die anderen machen. Lass dich auch nicht unterhalten. Die werden sehr gut singen und spielen, aber es kommt auf dich an. Und ich wünsche dir, genauso wie mir und jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir gesegnet werden. Amen. Amen. Also naht euch zu Gott und dann wird sich Gott auch euch nahen. Amen. Ja, Shalom an alle. Ich will euch ganz kurz erzählen, was ich die letzte Zeit so erfahren darf mit Jesus. Und zwar, das zählt für mich, dass Jesus mich liebt, aber auch ganz besonders für dich. Das will ich dir sagen, dass Jesus Christus dich liebt. Dass Gott, ja, Gnade ist. Dass Gott gnädig über unser Leben ist. Und auch wenn wir mal nicht so gut sind, wenn wir verfehlen, Gottes Gnade ist groß. Das darf ich wirklich erfahren in letzter Zeit und will ich auch so weitergeben. Aber da will ich nicht Stopp machen. Ist das alles? Nein. Sondern mir auf dem Herzen ist auch, das will ich euch auch sagen, besonders als Jugendliche. Ich kenne das, ich war auch mal ja, etwas jünger als jetzt. Und was ist denn für uns wichtig und was ist Jesus wichtig? Das lesen wir in den Evangelien, im Neuen Testament, immer wieder auch in den Briefen. Folge Jesus nach. Wir wissen, wir sind aus Glauben an ihm gerettet. Gottes Gabe ist es, sagt die Bibel. Nicht unser Verdienst. Wir glauben an ihm und wir dürfen seine Kinder sein. Er wäscht uns rein von aller Schuld. Aber was will er danach? Sollen wir einfach unser Leben weiterleben? Und das will ich dir als Jugendlicher ganz besonders ans Herz legen. Folge Jesus nach. Was bedeutet das? Halte seine Gebote. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, gibt er dir die Kraft dazu, seine Gebote zu halten. Das ist wichtig. Wir wissen und hören immer wieder, Jesus kommt bald wieder. Glaubst du das? Stell dir mal die Frage, glaubst du wirklich, dass Jesus bald wiederkommt? Komm, sei dabei. Mach ernste Sache mit Jesus. Auf dem Weg habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und das soll die Kernbotschaft sein. Folge Jesus nach. Halte seine Gebote. Nicht aus eigener Kraft. Jesus hilft dir dabei durch den Heiligen Geist. Und das ist wichtig. Ich wiederhole nochmal, was will ich euch sagen? Aus Glauben und aus Gnade sind wir gerettet. Aber Jesus will auch, dass wir ihm nachfolgen. Ein Beispiel, wir sind Jugendliche. Simon hat gerade gesagt, so 16, 20, auch oft für mich. Auch ich habe noch Eltern. Ganz einfaches, simples Beispiel. Ehre Vater und Mutter. Zählt das heute noch? Das ist ein Gebot aus der Bibel. Zählt das noch, Ehre Vater und Mutter? Was denkt ihr? Einer nickt. Was sagen die anderen? Zählt das noch? Ist das wichtig? Ich denke ja. Und das sind die Anweisungen Gottes. So gibt es voll in der Bibel. Und wenn wir uns daran halten, werden wir gesund im Glauben. Werden wir stark im Glauben. Werden wir fest in Jesus. Und wenn er wiederkommt, sind wir seine Kinder, reingewaschen durch das Blut Jesu und seine Nachfolger, wie er gesagt hat. Komm, folge mir nach. Und dann gibt es sogar noch einen speziellen Vers an die Diener. Wer mir dienen will, der sei dort, mit meinen Worten jetzt, ich krieg's nicht ganz zusammen, sei dort, wo ich bin. Der folge mir nach. Wer mir dienen will, der muss dort sein, wo Jesus ist. So zu versuchen, mit seiner Hilfe zu leben, zu denken, zu reden. Nicht immer einfach, aber mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Und das will ich euch einfach als Jugendliche, auch mir ganz besonders, ans Herz legen. Gottes Gnade ist groß. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt mich. Halleluja, Gott sei Dank. Aber er will auch, dass ich ihm nachfolge. Er will, dass ich ihm gehorsam bin. Er will, dass ich das tue, was in der Bibel steht, seine Anweisungen, dass ich die befolge. Und das nimm dir zu Herzen. Und mit der Kraft Gottes schaffen wir das. Amen. Amen. Das sind so wundervolle Eindrücke, die wir gerade hören. Und ich lasse das alles auf mich wirken. Als ich hier reingekommen bin, in diesen Gartenbereich, habe ich so da hinten diese große Schaufel gesehen, die da angetrieben wird von der Kraft des Wassers. Und permanent, wenn man hier sitzt, hört man das Wasser rauschen. Und ich lasse das alles so auf mich wirken, weil es eine Kraft dahinter steckt. Jetzt nicht von diesem Wasser, nimm das einfach als ein Bild für die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass viele Geschwister heute hier sind, die müde sind, die schlapp sind, die ermattet sind. Und vielleicht bist du in einer Krise,
kennst du den Status, es ist kompliziert mit jemandem. Und ich glaube, dass Gott alles zum Guten wenden kann in deinem Leben. Es ist eine Kraft da, Geschwister, hier auf diesem Platz. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und es wirkt, es ist ein Strom da. Lass einfach Gott in deinem Leben heute die Kraft sein. Und Gott möchte es einfach gebrauchen, seine Kraft. Wenn du dich mal umdrehst später oder mal rausgehst, siehst du diese alte Schaufel, die ist nicht besonders ansehnlich. Aber das, was sie danach tut oder getan hat, Obermühle, die hat damals die Mühle angetrieben durch die Kraft des Wassers. Und vielleicht denkst du, was tue ich hier, was soll ich hier, ist alles auch nicht so schön. Aber da steckt eine Kraft dahinter, die alles bewegt hat. Ach, Dima Shugarakelo, wie schön er redet da vorne. Aber diese Kraft ist für dich da, dass du diese Kraft einfach anzapfst, online bist mit dieser Kraft und der Flow Gottes kommt in deinem Leben. Und du merkst, wie Dinge verändert werden, wie Gedanken verändert werden. Ich will dich predigen, will dich einfach segnen. Sei gesegnet und lass diese Kraft in deinem Leben heute wirken. Sei gesegnet. Amen. Amen. Einer fehlt noch, Gokko. Er hat gesagt, er hat keine Lust heute. Na? Wir werden sein Team auch vorne rufen gleich. Und dann möchte er seinen Beitrag weitergeben. Und dies wollen wir natürlich vom Herzen akzeptieren, oder? Oder mein Dretto? Ja? Okay, dann tun wir es. Lass uns doch gemeinsam nochmal aufstehen und zusammen mit einem Lied nochmal Gott die Ehre geben, damit wir ein bisschen locker werden, so einen Chill-Modus rein einfach gehen und ein bisschen mehr wie Standby. Ich habe auch einen gewaltigen Vers auf dem Herzen und diesen möchte ich mit euch teilen. Ihr kennt ja David alle, oder? König David. Und im Psalm 37, Vers 4 steht etwas Gewaltiges geschrieben. Wer möchte dies erfahren? Sei mal ehrlich. Wer möchte wissen, was im Psalm 37, 4 drin geschrieben steht? Habe deine Lust an dem Herrn. Er gibt dir, was dein Herz begehrt. Die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist was? Ist meine Stärke. Lass uns mal gemeinsam singen, jeden Tag und jede Zeit. Hopp. Jeden Tag und jede Zeit. Wenn ich was? Wenn ich sein Wort höre, geht es mir gut. Und das ist die pure Realität. Amen. Noch einmal, jeden Tag. Jeden Tag und jede Zeit. Wenn ich sein Wort hör, geht es mir gut. Danke, Jesus. Und weil es so schön war, noch einmal, vom ganzen Herzen aber, jeden Tag. Jeden Tag und jede Zeit. Wenn ich sein Wort hör, geht es mir gut. So gut, so gut. Die Freude am Herzen. Danke, Jesus. Die Freude am Weg ist meine Stärke. Und ich habe meine Lust an dem Herrn. Er gibt mir, was mein Herz begehrt. Die Freude am Weg, die Freude am Weg ist meine Stärke. Jeden Tag. Aber nur die Mädels. Komm, Julia! Jeden Tag und jede Zeit. Amen. Wenn ich sein Wort höre, geht es mir gut. Und jetzt kommt das Feedback von den Jungs. Remscheid! Was mein Herz begehrt, die Freude am Weg.
Ja, hallo. Liebe Geschwister, der Herr segne euch. Shalom. Ja, mein Herz ist voller Freude. Ich habe mich schon gefreut hierauf, kam mit voller Erwartung. Und mein Anliegen war es einfach, dass ihr gesegnet werdet, aber auch, dass wir gesegnet werden als Team. Mergai, Dien, Rao, der Bleske, dass wir auch da bedient werden vom Herrn und dass wir das weitergeben können. Und ich sehe, der Herr ist da. Amen. Der Herr ist hier. Und ich sehe, ihr seid auch da mit dem Herzen, weil man kann da sein und auch woanders sein. Versteht ihr, was ich damit meine? Man ist da und die Gedanken sind ganz woanders. Im Wort heißt es, eine Stelle, da sagt der Herr, dies Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und es gibt viele Menschen, die wirklich so sind, die vielleicht Gott ehren mit ihren Lippen, die gute Worte haben, die vielleicht den Eindruck haben, sie heben die Hände, aber ihr Herz ist ganz woanders. Und da komme ich zu dieser Frage, liebes Herz, warum bist du heute hier? Warum bist du heute hier? Ich weiß, es ist eine schöne Zeit. Ich weiß, es ist ein schöner Lobpreis, Musik, top. Und das ist aber nicht alles, worum es geht. Ich habe vor langer Zeit in der Jugendstunde bei uns zu Hause in Bexbach habe ich darüber gesprochen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist im Gottesdienst oder allgemein, was passiert. Ich sage dir nur eins, eine schöne Zeit zu haben ist das eine, aber eine Zeit mit Gott zu haben, die dein Leben verändert, das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Und deswegen sage ich dir, oh, Simon hat es schon angesprochen, du entscheidest, ob du gesegnet wirst. Aber ich sage dir und frage dich, was ist denn der Segen? Was ist denn gesegnet zu sein? Was bedeutet es, eine Berührung zu haben mit Jesus? Was bedeutet es, wirklich verändert zu werden von Jesus? Ich sage dir, denk an Mose. Ein Moment in der Gegenwart des Herrn und du wirst nie mehr derselbe sein. Wenn du nach dem Gottesdienst wieder immer noch derselbe bist, dann ist es nicht Gott seine Schuld, sondern dann hast du wirklich nur oberflächlich nach Gott gesucht. Aber ich sage dir, du wirst ernten, was du sehen wirst. Das, was du gibst, das kriegst du auch wieder. Wenn du wenig gibst, kriegst du auch wenig wieder. Du musst kämpfen. Du darfst nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern du musst wirklich tiefgründig dein Herz ihm darbringen. Römer 12, Vers 1 sagt uns, dass er uns ermahnt, dass wir unsere Leiber hingeben als ein Gott wohlgefälliges und heiliges Opfer. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich opfere meinen eigenen Willen. Ich opfere das, was ich bin. Ich gebe mich selber auf. Es gibt auch dieses Wort, frei von sich selber zu sein. Ja? Es geht nicht mehr um mich. Es geht darum, dass ich der Hingegebene bin. Die Hingegebene. Junge oder Mädchen, egal. Ich sage dir eins. Es lohnt sich, wirklich dafür einzutreten und alles aufzugeben für Jesus. Und ich wünsche mir für jeden, der heute hier ist, dass wenn du nach Hause kommst, dass du eine Veränderung spürst an dir selber. Und dass es dann nicht nur ist, ja, der Rico und das Team von Limburg haben das gut vorbereitet und es war schön, die Musik war gut, hat mir gut gefallen. Nein, sondern dass dieser Tag heute in die Geschichte eingeht, als der Tag, wo viele sagen werden, da bin ich befreit worden von Zigaretten, da bin ich befreit worden von Depressionen, da bin ich geheilt worden, da bin ich frei geworden von Ängste und. Da ist meine Seele befreit worden an diesem Tag. Warum? Weil der Herr da ist, Amen. Und wo das Licht ist, da muss die Finsternis weichen, Amen. Sie muss gehen, sie hat kein Anrecht mehr da zu bleiben. Aber ich sage dir, liebes Herz, du entscheidest alleine. Was will ich? Gehe ich den Weg der Freiheit oder gehe ich den Weg, den ich gewohnt bin bis jetzt? Aber das dürfen wir nicht. Mehr Jivaga von Gewohnheit. Sondern wir leben jeden Tag nicht aus Gewohnheit, sondern wir leben jeden Tag aus dieser Erneuerung. Amen. Der Herr will unsere Herzen. Der Herr will nicht nur deinen Dienst, er will zuerst dein Herz. Und deswegen will ich auch alle ansprechen, die heute hier sind. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Diener. Auch die Diener. Ich auch für mich selber. Ich bin hier, um auch aufzutanken. Halleluja. Man darf sich niemals zu schade sein. Der Herr will deinen Dienst, aber der Herr will zuerst dein Herz. Amen. Ja, ich weiß, in deiner Gegenwart
lass mein Herr doch deine Gegenwart in meinem Herzen sein und auch bei mir zu Haus. Da geht's darum, dass die Jünger mit Jesus auf dem Boot sind, auf dem See, und ein Sturm kommt und sie haben Angst. Und in dem Moment, wie sie zu Jesus rufen, steht Jesus auf und stillt den Sturm mit einem Wort. Und dieses Lied sagt es, dass wirklich mit einem Wort alles anders sein kann. Der Herr hat mit einem Wort Himmel und Erde erschaffen. Und ich weiß genau, auch wenn du in einem Problem bist oder zurzeit in einem Tal bist und in einer wirklich schlimmen Situation vielleicht, ich weiß es nicht, wer du bist. Ich sage dir, auch aus eigener Erfahrung, dass mit einem Wort von Jesus alles anders sein kann. Und darum bitte ich euch jetzt, bevor wir dieses Lied singen, denn es ist zu schade, dass wir dieses Lied singen wie ein Vortrag, wie irgendein gewöhnliches Lied. Wir singen diese Lieder nicht nur, dass ihr zuhört, sondern das sind Worte Gottes, Geschwister. Das, was wir für Lieder singen, diese Texte kommen aus dem Wort. Und ich bitte euch, steht gemeinsam auf. Steht gemeinsam auf, Geschwister. Denn es ist wirklich zu schade, es geht darum, Gott näher zu kommen. Wenn Ruhelosigkeit dir den Frieden nimmt, dann hör, was Jesus zu dir spricht, zu dir spricht. Ich bin größer als der Sturm, der dich bedroht, vertraue mir. Ich bin in deinem Lebensboot, ein Wort von mir, ein Wort von mir, und alles wird gut. Ich bin größer als der Sturm, der dich bedroht, vertraue mir. Ich bin in deinem Lebensboot, ein Wort von mir, ein Wort von mir, und alles wird gut. Und er spricht zu dir, hör zu. Ich bin größer als der Sturm, der dich bedroht, vertraue mir, ich bin in deinem Lebensboot. Shalom und Gottes Segen an jeden von euch. Ich möchte heute erzählen, was die Liebe Gottes aus einem kleinen Jungen machen kann. Ich war 3 Jahre alt und die Liebe Gottes hat mich geheilt von Migräneanfällen. Die Liebe Gottes hat es geschafft, einen 9-jährigen Jungen, der eine Trennung von seinen Eltern miterlebt, zu überleben. All die Dinge, die man gesehen, gehört und gefühlt hat, hat die Liebe Gottes geschafft, mir ein Vater und auch eine Mutter zu sein. Von 9 bis 13 Jahre hat die Liebe Gottes geschafft, 4 Städte zu überleben. Ich habe in 4 Städte gewohnt und bin sehr viel rumgekommen. Die letzte Stadt war wieder meine Heimatstadt und die Liebe Gottes hat es geschafft, einen 13-jährigen Jungen, der dann auf einer Schieferbahn gekommen ist, mit viel Alkohol und Drogen. Und das Ganze ging bis 17. Und ich war nachts auf einem Schulhof abends ganz alleine und ich schaute zum Himmel und ich fragte mich, was ist der Sinn meines Lebens? Und all die Schuld, all die Last, die ich mit mir mitgenommen habe, aus meiner Vergangenheit heraus, zwang mich auf die Knien. Und Satan hat gedacht, er hat gewonnen. Aber es war genau der Moment, wo ich anfing, nach Jesus zu rufen. Und in dieser Nacht wurde mein Leben gerettet. Und aus meinem Leben wurde etwas Neues getan. Und ich vergleiche mein Leben sehr gerne mit einem Mann namens Jabez. Er war ein Mensch wie du und ich. Jabez hat den Namen Schmerz von seiner Mutter bekommen und dieser Schmerz verfolgte ihn in seinem ganzen Leben.
Der ganze Scherbehaufen schleppte er mit sich mit in seinem Herzen. Aber eines Tages lernte Jabez den Gott Israels kennen. Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und auch dein und mein Gott, ein Gott der Liebe. Und weißt du, was Jabez betete? Herr, erweitere mein Gebiet. Und lass nicht zu, dass Schmerzen mich treffen. Hey, mit meinen Worten, ich muss nicht das sein, was meine Vergangenheit sagt. Ich kann das sein, was Jesus über mein Leben sagt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und hey, ich will dir heute was sagen. Dieser Scherbenhaufen, den hat Jesus zusammengefügt. Und jetzt können wir uns in den Spiegel seiner Herrlichkeit anschauen. Und was sind wir geworden? Die größte Identität, Kind Gottes. Und seine DNA fließt in unseren Adern. Amen. Halleluja. Hier sei Ehre, Jesus. Hier sei Lobpreis. Und hier sei Dank, Herr. Ich bin seit 5 Jahren auf dem Weg des Herrn. Und ich habe es gar nicht verdient, all die Worte zu sprechen. Es ist pure Gnade. Unverdient. Und heute bin ich glücklich, dass Jesus da ist. Und liebes Herz, ich habe einfach auf meinem Herzen, und dann wollen wir auch gleich starten, in der Anbetung. Heute ist ein Tag, wo du entspannen darfst. Wo du in der Gegenwart Gottes kommen kannst und wo du einfach dein Herz ausschütten kannst. Ich möchte von ganzem Herzen dir heute eins sagen. Lass deine Vergangenheit heute vergangen sein. Die Zukunft wartet noch auf dich. Jetzt ist es an der Zeit, in der Gegenwart Gottes zu kommen. Jesus will den Platz an diesem Ort einnehmen. Glaubst du das? Hey, wenn Jesus die Eins in deinem Leben ist, dann hast du alles, was du brauchst. Wenn du willst, schließe deine Augen. Vater, öffne unser Herz, Jesus Christus. Mangaut und Vater, der Viskane Kai, Jesus Christus. Du Halkai, Vater, der du Pene, Herr, wo 2 und 3 in deinem Namen versammelt sind, halt uns am Ende, Jesus. Danke, Vater, dass wir verspüren dürfen, dass du hier bist, Herr. Jesus, nimm dein Platz jetzt an. Jesus, nimm dein Platz jetzt an. Halleluja. Oh, 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 oh. Jesus, nimm dein Platz jetzt an. Jesus, nimm dein Platz jetzt an. Lass uns mal gemeinsam das bekennen. Oh, 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 oh. Jesus, nimm dein Platz jetzt ein. Jesus, nimm dein Platz jetzt ein. Bekenne das mal. Jesus, nimm dein Platz jetzt ein. Jesus, nimm dein Platz jetzt ein. Halleluja. Halleluja. Oh, 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 Jesus, nimm dein Platz jetzt ein. Jesus, nimm dein Platz jetzt ein. Oh, 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 oh. Preist den Herrn. Auch ich will euch begrüßen in den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich habe mich auch auf den Weg gemacht hierher, nach Limburg, an diesen schönen Ort. Und wisst ihr, warum der Ort so schön ist? Weil Jesus Christus gegenwärtig ist. Halleluja. Ich verspüre die Gegenwart Gottes. Ich verspüre die Gebete, die vorher gebetet worden sind. Ich hatte Freude, heute herzukommen, weil diese 3 Worte, SOS, haben mein Leben verändert. Weil ich nehme sie in Verbindung mit das Kreuz. Wisst ihr, es war eine Zeit lang in meinem Leben, wo ich keinen Frieden hatte. Und die ganze Welt hat sich aufgemacht, gegen mich zu gehen. Und ich suchte Hilfe in dieser Welt. In Alkohol. Bei Menschen. Aber all dies blieb nur eine Zeit lang. Aber doch, dann kamen 3 Worte. So wie diese 3 Worte SOS. Es waren die Worte, ich liebe dich. Und als diese Worte in meinen Herzen kamen,
liebes Herz, hat sich komplett alles verändert in meinem Leben. Ich verspürte, da ist irgendwas, was mich liebt, was mich zieht, was mich trösten will, was mir den Frieden geben will. Und ich erkannte, dass Jesus da ist, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ein Gott, der nach dir sucht, wenn du verloren bist. Ein Gott, wenn du nicht mehr weiter weißt, er dir Wege zeigt. Und diesen Gott, nach dieser Hand habe ich gegriffen. Wir haben gehört, rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und heute will ich davon bezeugen. Ich habe angerufen zu meinem Herrn und er hat mich errettet. Aus meinem Schmerz, aus meinem Trauer, aus meinem Unfrieden, in meiner Hilflosigkeit und in meiner Verlorenheit. Und es waren 5 Buchstaben. Es waren der Name Jesus Christus. Es war die Gnade Christi. Und ich bin heute hier, dass ich meine Hand erhebe und kann sagen, ja, ich bin einer, der Gnade gefunden hat bei Jesus Christus. Ich bin der, der den SOS-Ruf angenommen hat. Und wisst ihr, heute kann ich sagen, das Beste in meinem Leben ist Jesus Christus. Das Beste in meinem Leben ist die Liebe Gottes. Das Beste in meinem Leben ist die Gnade Gottes. Wisst ihr, in seine Gegenwart, da habe ich alles, was meine Seele braucht. Und heute will ich dir das auch zurufen. Ich möchte nicht predigen, aber ich möchte das zurufen in deinen Herzen, zu deiner Seele. Wenn du betrübt bist und nicht mehr weiter weißt, komm heute so, wie du bist, zu Christus. Wenn die Diener heute einen Aufruf machen, dann schäme dich nicht. Glaube mir, es ist die beste Entscheidung, was du je in dein Leben machen kannst, zu Jesus zu kommen. Also höre diesen SOS-Ruf. Mehr will ich eigentlich nicht sagen. Lasst euch segnen und lasst euch erfüllen von der Gegenwart Gottes. Unser Bruder Marlo hat diesen SOS-Ruf auch ausgesendet zu Gott. Und ich glaube, er hat was auf dem Herzen, das er euch erzählen kann. Und ich möchte euch einmal ihn... Shalom. Seid ihr gesegnet? Amen. Also ich bin gesegnet worden heute. Und ich glaube, das ist noch nicht alles, was der Herr uns versprochen hat. Und ich möchte euch ein kleines kurzes Zeugnis geben von mir, das vor etwa 3 Monaten passiert ist. Und zwar waren wir auf Reisen gewesen und wir waren in Bayern gewesen und ich war auf mein Geschäft gewesen. Mir ging es persönlich ziemlich gut. Das Geschäft ist gut gelaufen. Ich war mit meiner Familie dort gewesen, ein paar Brüder da und ich habe die Zeit genossen. Und eines Tages bin ich aufgestanden, bin mit meinem Bruder Nino auf Geschäft gewesen und am Anfang war alles okay, also wie immer gewesen. Und circa ungefähr um 10 Uhr habe ich sehr große Schmerzen gekriegt, so in der Niere. Und ich habe immer wieder zu meinem Bruder gesagt, es wird immer schlimmer jetzt momentan, ich kriege keine Luft mehr. Und dann gingen die Schmerzen wieder weg und sie waren wieder da. Aber das ging so in den ganzen Tag rum. Und ungefähr so zwischen 5 und 6 Uhr sind wir dann nach Hause gefahren. Ich ging duschen und plötzlich habe ich so starke Schmerzen gehabt, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Ich war wirklich am Boden gewesen und ich habe gesagt, bitte bringt mich nur im Krankenhaus. Und ich bin ein Mensch, ich gehe nicht gerne im Krankenhaus rein oder überhaupt beim Arzt, zu den Ärzten hin. Ich sehe zwar groß aus, aber innerlich sehr klein. Und wir gingen auch ins Krankenhaus in Regensburg, da in die Uniklinik rein. Kam rein, haben mich auch direkt angenommen. Und die haben auch dann Nierensteine festgestellt. Und plötzlich spricht der Doktor zu mir, ja, du hast Nierensteine, aber es ist nicht so schlimm wie das andere. Und plötzlich ging eine Unruhe in mir auf. Und er hat gesagt, du hast Krebs. Und ich bin 33 Jahre alt, ich habe 3 kleine Kinder. Und wenn der Doktor dir diese Diagnose sagt,
Mir gingen tausend Sachen durch den Kopf durch. Was wird aus mir? Was wird man aus meiner Familie, meine Kinder? Aber weißt du, der Arzt hat auch zu mir gesagt, fahr nach Hause, lass dich da genau untersuchen. Das bin ich auch dann. Wir sind nach Wuppertal dann zu uns in die Uniklinik gefahren am nächsten Morgen. Und die haben auch Tests mit mir gemacht, Untersuchungen. Und der Arzt hat genau das Gleiche gesagt wie der andere Doktor auch. Und die haben gesagt, es sieht nicht so gut aus bei dir. Dann war ich MRT, CT und das ging halt den ganzen Tag durch. Und am Ende dieses Liedes, den gleichen Tag, wurde ich dann operiert auf den Nierensteine. Und sie haben dann auch gesagt, circa ungefähr eine Woche, wirst du dann nochmal operiert auf diesen Tumor. Und Geschwister, weißt du, eine Woche ist sehr lang. Wenn du abwarten tust und du weißt nicht, was los ist mit dir, was mit deinem Körper los ist. Und ich habe mich so ziemlich wohl gefühlt in meiner Haut. Aber wie gesagt, ich habe gebetet. Ich glaube, so oft habe ich noch nie gebetet in meinem ganzen. Ich darf zur Ehre des Herrn 20 Jahre jetzt, dieses Jahr wird es 20 Jahre, den Herrn dienen. Und ich bin froh und dankbar, dass ich dieses miterleben durfte. Ich wurde mit 13 Jahren, habe ich in Chor gesungen. Und mein Leben ist halt nicht immer so verlaufen, wie ich gedacht habe. Ich habe immer gedacht, ja, es ist einfach gut, wenn du dienst, wenn du das tust, was der Herr von dir verlangt. Aber weißt du, Gott will deine Hingabe. Er will dein Herz. Und dann kann er dich berühren. Und nach der ersten Operation bin ich nach Hause gekommen. Bei uns in Remscheid haben die Brüder auch ein Zelt aufgeschlagen, da sie immer Versammlungen machen. Und da waren Brüder da, die haben gesagt, komm vor, wir wollen für dich beten und wir wollen dich salben. Und ich habe mich gedacht, ja, ich gehe jetzt vor. Es wird wieder so sein wie normal, sie werden für dich beten. Aber ich habe wirklich, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht so dran geglaubt an das Ganze. Und während sie für mich gebetet haben, haben sie mich gesalbt und dann ist was passiert. Der Herr hat gesprochen in mein Leben und er hat gesagt, du brauchst keine Angst zu haben. Ich gebe dir meinen Shalom. Und in dem Ganzen, wo er das zu mir gesagt hat, habe ich wirklich eine Ruhe verspürt. Und ich wusste, dass der Herr mich heilt. Und circa eine Woche danach wurde ich operiert. OP war gut. Und die Ärzte haben wieder gesagt, du musst eine Woche wieder warten auf diese Ergebnisse. Von der Woche waren fast 4 Wochen wieder vergangen. Und ich habe immer gewartet, weil sie haben gesagt, du brauchst Chemo, du brauchst wahrscheinlich Strahlungen und wahrscheinlich noch andere Therapien. Aber ich habe gesagt, Herr, du hast gesagt, du heilst mich. Und du hast mir dein Shalom gegeben. Und eines Tages dann war ich mit meiner Familie auf dem Weg. Wir wollten was essen. Und dann rief der Doktor an. Hat er gesagt, Herr Rosenbach, Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie brauchen weder Chemo, Sie brauchen keine Bestrahlungen. Sie sind geheilt. Und dafür bin ich meinem Herrn dankbar. Und weißt du, ich will ihn bezeugen, egal wo ich bin, will ich den Herrn mehr und mehr dienen. Mit alles, was ich habe, mit meiner ganzen Familie. Und in dem Moment, wo sie für mich gebetet haben, gab mir der Herr ein neues Lied. Und weißt du, der Herr hat zu mir gesprochen, Shalom Adonai, ich bin der Gott des Friedens. Und wenn ihr wollt, lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Lasst uns wirklich nun den Herrn ansuchen. Und dieses Lied sagt, Shalom Adonai, Gott des Friedens. Und dann sagt dieses Lied weiterhin, ich erhebe meine Hand, Herr, zu dir, du mein Gott. Amen. Jesus. Vater, wir kommen vor deinen heiligen Thron, Jesus, Herr. Herr, ich bitte dich jetzt, Jesus, berühre uns, Herr, mit deiner Gegenwart, Jesus, Herr.
Komm mit deinem Heiligen Geist, Vater. Ich lobe dich und ich preise dich, Vater Jesus. Und ich danke dir, Vater, von Herzen, dass wir hier stehen, Herr Bardat, Jesus. Dich zu ehren, Herr. Dich zu loben, Vater Jesus. Und wir bitten, Herr, jetzt deinen heiligen Frieden, Jesus, Herr. Hör zu. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Erhebe mit dir. Shalom, sag. Herr, ich erhebe meine Hand. Me adomi ruvas, lam tuti debla. Shalom, shalom, shalom. Wir kommen vor dir, Jesus. Herr, und wir brauchen dich jetzt, Jesus, Vater, Herr. Herr, ich genieße die Gegenwart, Baudat, Jesus. Ich genieße es, in deiner Gegenwart zu stehen, Vater, Jesus. Dich zu loben, Vater, Herr. Dich zu anbeten im Geist und in der Wahrheit, Vater, Jesus. Und ich bitte dich jetzt, Herr, auf meinen Geschwistern, Vater, Herr. Ich will, dass du sie segnest, Vater, Herr. Ich will, dass du sie segnest, Vater, Jesus. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist, Jesus. Danke, Jesus. Ein wunderbares Zeugnis, nicht wahr? Und weißt du, das ist keine Seltenheit, dass Jesus einen Menschen heilen kann. Wir haben sehr viele Zeugnisse hier. Nur reicht die Zeit leider nicht aus. Und ja, du hast schon sehr viel gehört, ob vom Gesanglichen her oder vom Reden her. Aber eins will ich dir ganz kurz mitgeben, okay? Und zwar, weißt du, wir haben sehr viele junge Leute hier. Und ich weiß, dass der Heilige Geist durch die Reihen geht. Und weißt du, die Mission geht weiter. Vielleicht sitzen hier junge Leute, die Gott auch mal dienen wollen. Oder die einen Ruf in ihren Herzen haben. Dann weißt du, will ich dir sagen, Gott will. Halleluja. Weißt du, Gott will immer. Und weißt du, ich will dir eins mitgeben. Vielleicht denkst du, ich bin zu jung, um was für Gott zu machen. Dann sage ich dir, du bist niemals zu jung. Ich will dir eine Frage stellen, und zwar, was ist dir wichtiger? Und jetzt hör zu, so hat Gott in meinem Leben gesprochen. Die Menschenfurcht? Oder die Ewigkeit der Menschen. Verstehst du es? Was ist dir wichtiger? Die Menschenfurcht? Hast du Angst oder schämst du dich, über Gott mit anderen Leuten zu reden? Oder ist dir die Ewigkeit dieser Menschen wichtiger?
Denn weißt du, du und ich, wir können einen Unterschied in dieser Welt machen. Amen. Weißt du, oftmals kommt es auf dich drauf an. Deswegen bitte ich dich, strecke dich aus nach Jesus. Wenn du Fragen hast, geh zu Jesus. Er beantwortet dir jede Frage. Ich danke Gott, dass wir heute hier gemeinsam hier sind und Gott groß machen. Und weißt du, ich habe ein Lied auf meinem Herzen und dieses Lied ist auf Romanes, aber ich will es dir sagen, was ich dort singe. Und zwar heißt es, ich habe mich entschlossen, heute hier zu sein mit meinem ganzen Herzen, um ihm zu sagen, wie groß er ist und was er alles für mich getan hat. Dieses Lied sagt dann weiter, er hat sich für mich schlagen lassen. Er ist für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden. Und deswegen sage ich von meinem ganzen Herzen, Jesus, ich liebe dich. Halleluja. Wenn du willst, kannst du mit mir gemeinsam aufstehen oder du kannst sitzen bleiben. Ist nicht schlimm. Hauptsache, du schließt vielleicht deine Augen und gibst Gott mal kurz eine Zeit, zu dir reden zu können. Amen. Halleluja. Gaudis von Meglan tutti. Schon. Mit mir und Zellusi. Die Penna Parbaro du hast. Und heute Magnika. Hör zu. Du all Alpha und Omega. Du die lauter an du warst. Jesus, di nai vel men jipen, jal tu men iglam di, mu kai tu te, visanu me rapen, un panu titu di salpe, con miru celu si tu ki peno. Wenn du das Lied kennst, sing es mit mir gemeinsam. Devil kalma tu, Devil Sharatu, Menam Tiri Kangirai, Kaudis Vamentu Kikai, Devil Kamatu, Hallelujah, Devil Sharatu, merkst du die Gegenwart Gottes? Menam Tiri Kangirai, Kaudis Vamentu Kikai, Devil Kamatu, Sharatu, men am tiri kangira, Gaudis vamen kukika, Gaudis, Gaudis vamen kantuti, Jesus, mit mir und zelusi, di pena palbaru tu har, in hoitu magnika, tu al alpa un und loben und dein Evangelium, wie du reden möchtest, Heiliger Geist, tun. Deshalb öffne jetzt jedes Herz. Öffne jede Tür, Herr, die geöffnet werden muss, Herr, für das Evangelium Jesu Christi. Herr, wir stehen hier voller Zeugen, Herr, voller Geschwister, Jesus, Herr, und verkündigen deine Botschaft vom Kreuz Golgatha. Ich danke dir für diese Zeit. Darum gebrauche mich. In den Namen Jesus. Zusammen. Amen. Sag doch mal Amen. Amen. So, bevor wir anfangen, also es wird eine Jugendsprache sein. Wird etwas ungewohnt, gell, in so eine Gemeinde eine Sprache der Jugend zu erfahren. Es ist meistens Theologie, die gesprochen wird und man versteht es schwer als junger Mensch. Aber ich würde es heute sehr easy machen, damit mein kleiner Sohn es versteht. Und
Zum Beginn möchte ich eine Frage stellen. Was ist das? Es ist, ich helfe euch, es ist keine Schlange, es ist auch kein Dinosaurier. Was ist das? Ha? Ähnlich wie ein Ladekabel. Ha? Komm, Pinasco. Kohle auf meinen Nacken. Ein HDMI-Kabel. Und so ein Kabel hat eine spezielle Funktion in unserem Jugendleben, Erwachsenenleben, auch bei meiner alten Oma, wenn sie im YouTube unterwegs ist. Glaubt ihr nicht? Dann kommt nach Limburg. Bischof Blumenstraße, Haus Nummer 8, da wohnt sie. Sie chillt dermaßen mehr wie wir. Im YouTube, im Facebook, im WhatsApp. Glaubt's mir, es ist so. Und dieser Kabel hilft uns, wenn wir Unterhaltung haben möchten. Und ich nehme euch jetzt mal auf eine ganz kurze Reise mit in mein Leben, in meinem Wohnzimmer, ebenfalls Bischof Blumenstraße, Haus Nummer 8. Bei mir läuft der Tag meistens so, wenn ich chillen möchte. Ich suche mir eine Zeit aus, wo ich gerade die Zeit habe, mal so ein bisschen Netflix zu genießen. Also was tut Rico? Er geht und setzt sich hin, bedient die Fernbedienung, macht sein PlayStation 4 an, freut sich auf PlayStation 5 natürlich, aber macht seine PS4 an und wartet, dass seine PlayStation 4 durch dieses Verbindungsstück zum Fernseher verbindet wird. Denn damit habe ich ein Bild und Ton und kann Netflix genießen. Und letztens habe ich mich dermaßen gefreut, weil ich bin ein Netflix-Gucker, sorry. Ich chill viel auf dem Sofa und gucke mir meine Serien an und ihr kennt das. Und ich habe mich gefreut, weil eine neue Serie rauskam. Schon etwas her. Und mit Freude tat ich meine PlayStation an, meinen Fernseher an und wartete, dass Don Alberto und Anna in Paris fahren. Ja, das kennt ihr. Ich wartete auf Velvet. Was für ein Hochzeitskleid hat Anna dort gemeistert, ha? Was tat ich? Gespannt schaltete ich ein. Und das Einzigste, was ich dort sah, das kennt ihr, war ein schwarz-weißes Bild. Kein Velvet, kein Greenleaf. Okay. So. So, ich bin back. Also, und das Einzigste, was ich dort sah, war kein Velvet, kein Greenleaf, keine Charity, wie heißen die noch? Kein Noah, keine Gigi. Kein James. Ich verrate, er wird am Ende sterben, sorry. Ich habe sie alle durch. Ich erwartete und erwartete, dass ich vielleicht Clara sehe vom Velvet. Kennt ihr alle. Aber das Einzigste, was ich gesehen habe dort, in meinem Wohnzimmer, ein schwarz-weißes Bild am Bildschirm und da stand ein kleines Wort drauf. Kennt ihr? No Signal. Und ich dachte, woran kann es gelegen sein? Und dann gab da mein Bildschirm noch eine Botschaft. Bitte HDMI-Kabel überprüfen. Und ich sagte so, jetzt haue ich das Ding erstmal richtig kaputt. Hab schon 13 Euro bezahlt im Mediamarkt. Und immer wieder, jede vierte, fünfte Woche muss ich ein neues Kabel kaufen. Immer wieder kaputt. Und ich dachte, hey, warte mal. Ich bin ja nicht der Einzige. Ich bin ja unterwegs auf Geschäft. Und zu Gottesdiensten und da und da und da. Ah, ich habe eine Frau. Ey, und die benutzt diesen Kabel genauso. Sie ist es. Sie hat mein Kabel kaputt gemacht. Was macht Rico, wenn Madonna zurückkommt? Das ist meine Frau. Das erste ist, hey du, komm mal her. Wieso machst du andauernd meine Sachen kaputt, die ich kaufe? Was macht sie? Ey, laber nicht, ne? Das Einzige, was sie macht, guckt mich an, große Augen. Was denkt ihr, was sie sagt? Sie sagt, was sagst du das mir? Dein Sohn war es. Ich schieb's auf sie und sie schieb's weiter. Und es geht immer weiter. Alle zwei Eheleute in dem Kinderzimmer am Schimpfen. Wieso macht ihr Sachen kaputt? Und den einen Tag, als ich am Autofahren war und mir Gedanken gemacht habe über mein HDMI-Kabel, sprach der Heilige Geist
Und er sagte, Rico, ist es nicht oftmals so, dass ihr als Kinder Gottes keine Verbindung mit mir habt? Und ich sagte, wow, stimmt. Und deshalb habe ich diese Botschaft, über HDMI zu sprechen, über Verbindung mit Gott zu haben, in deinem und meinem Leben. Wer möchte heute mal zugeben, dass er Sünde hat in seinem Leben? Ich denke, wir haben hier am Ort so viel Sünde, wenn wir vor dem Richter stehen, locker 500 Jahre Knast haben. Locker. Wir sind Sünder. Und Sünde trennt von Gott. Und so sprach er weiter und ich durfte mir große Gedanken machen. Und die Botschaft ist einfach, dass wir eine neue Verbindung aufbauen mit dem allmächtigen Gott im Himmel. Möchten wir das heute? Und so habe ich eine gewaltige Bibelstelle. Du kannst dir das nachgehen und ich möchte sie ganz kurz anschleifen. Wenn du die Bibel nimmst und vom Anfang an aufschlägst, was wirst du dort lesen? Oder welches Buch vom Alten Testament wird als erstes dort erscheinen? Genesis. Erste Buch Mose. Und dort steht etwas geschrieben. Es waren zwei Eheleuten, Adam und Eva. Kennt ihr, oder? Kennt ihr Adam und Eva? Wohnen auch in der Bischof-Blumenstraße. Kennt ihr Adam und Eva? Von der Schrift her, klar. Kennen wir alle Kindergeschichten von klein auf. So. Und Adam und Eva lebten in der vollkommenen Verbindung zu Gott. Adam sprach mit Gott, so wie ich und du heute. Best friends. Sie brauchten kein Greenleaf, kein Velvet Galleria, kein Riverdale. Ihr kennt das alle, oder? Wenn Adam reden möchte mit Gott, dann tat er es. Und Gott sprach zurück, weil im Adam keine Sünde war. Ein perfekter Ort, gleich wie so ein Himmelreich. Ohne Sünde, vereinigt mit Gott. Und plötzlich kam die Schlange, die listiger ist als alle Tiere, und griff so Eva an und sagte, hey, pass mal auf, ess von dieser Frucht, du wirst sein wie Gott, und happy summertime. Sie hörte dieses und dachte sich vielleicht, dann kann ich erkennen, was gut und böse ist. Hey, ich werde sein wie Gott. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wenn Gott manchmal sagt, du sollst nicht Shisha rauchen. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm, wenn Gott mal sagt, geh doch keine Spielhalle, keine Diskothek. Eva aß von dieser Frucht. Und weiter, sie gab es auch Adam. Und auch Adam aß und genießte einfach diese wunderbare Frucht. Und was passiert? Kennt ihr die Geschichte? Da kommt Big Papa. Da kommt der Boss ins Spiel. Dann kommt Gott. Und er suchte Adam auf. Und Adam versteckte sich, weil er erkannt hatte, dass er etwas falsch getan hat. Und was tat Adam? Gleich wie bei mir im Wohnzimmer. Gott sprach, wieso hast du etwa gegessen von dieser Frucht? Ja, voll auf den Gecklo.